herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Rosemarie und ich habe heute wieder eine Maske. Die ist diesmal von Action. Ich werde jetzt erstmal alles leer machen, die ganzen Masken, die ich jetzt erstmal habe. Und dann werde ich erst wieder neue kaufen. So, deswegen kaufe ich auch gerade jetzt keine Masken. So, ich habe eine von Niacinamide. Eine Maske, die ist von Korea. Maske, eine Korea-Maske, das ist einmal die hier. Die gibt es in verschiedenen Sorten bei Action. Genau. Hier steht noch was auf Deutsch. Gesicht waschen und trocknen. Ja, habe ich gemacht. Danach müssen wir die Falte, die Maske auseinander und legen sie auf das Gesicht. 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Okay, und die letzte Stufe, Maske entfernen, nicht ausspülen, überschüssiges Produkt in die Haut einmassieren. Hier sind 20 ml drin und eine Maske ist hier drin. Das ist einmal die tolle Maske, Tuchmaske, die war jetzt gerade im Kühlschrank für 5 Minuten. Ja, ich werde die jetzt aufmachen, mal riechen. Ja, die hat einen schönen Duft. So, angenehmer Duft. Die ist auch weiß. Ich zeig's euch mal, da ist die Maske. Ja, ist auch sehr viel Serum drin, wenn ich das schon wieder sehe. Oh, die ist kalt. Hier ist die Maske. Sehr viel Serum. Das läuft nicht schon auf die Hände. Ich mache jetzt erstmal die Maske auseinander, das Gefummel erstmal. Erstmal hier einen Anfang finden. So, das habe ich. Na komm, auf den letzten. Ah, verkehrt rum. So, jetzt haben wir es. So, so sieht die jetzt aus. Ich habe mein Tuch vergessen. Oh, die ist kalt. Boah. Halt da so runter, Augen, draufziehen, aber hier finde ich schön groß gemacht haben die das, hier auch schön eingeschnitten finde ich gut gemacht, ja, für ein kleines Gesicht. Also sehr viel Serum drinne. Seht ihr, hier kann ich ja noch die komplette Hände und alles noch damit machen. Also die Maske. Mal gucken, was sie dann Schönes macht. So, schön hier einsprühen. So, und hier drin ist noch, ja, noch Serum. Reichlich drin. Ich weiß nicht, ob ihr das gleich seht. Warte, jetzt. Da ist immer noch reichlich was drin. Ich würde das mir auch ein bisschen auf die Maske drauf machen. Ich gehe mal ein bisschen mit der Hand rein. Und dann würde ich das hier so ein bisschen in den Arm verteilen. Schön. Gerade hier so am Ellenbogen, wo die am trockensten Stellen sind. Ja, das mache ich meistens immer mit dem Serum, weil bei Action sind die so viel Serum drin, dass man die manchmal auch noch ein zweites Mal benutzen könnte. Ja. So. Boah. Also was sie jetzt genau machen muss, gucke ich gleich mal. So. Wir sehen uns in 10 bis 15 Minuten wieder und dann sage ich euch, was wir machen sollte. Ja, ist richtig schön, die Maske. Also finde ich toll. So, meine Lieben, also die Maske hier, die von Action, soll, ich weiß noch nicht genau, was das übersetzt bringt, aber aufhellende
hält fahle Haut auf. Also fahle Haut soll dann ein bisschen straffer werden. Dann Niacinamid ist mit drinne. Ja, wollen wir gleich mal gucken, ob die Haut strafft oder nicht. Oder was sie gemacht hat oder schön weich geworden ist. Mal gucken. Aber die von Action, die Masken, die sind immer so schön zum Erholen. Die halten auch sehr lange, finde ich. Auch hier unten. Nicht so wie andere Masken, die hier unten dann schon komplett hier ausgetrocknet sind. Haben Serum drin für kleines Geld. Also die hat, glaube ich, jetzt nur 99 Cent gekostet. Ist in Ordnung, finde ich, für den Preis. Für Action gibt es so viele schöne, tolle Masken, die man kaufen kann. Ja. Hält auch hier gerade beim Quatschen, so ein bisschen rutscht auch nicht. Nö, genau richtig für meine Größe vom Gesicht. Genau. Ich werde die jetzt noch einziehen lassen, es fehlen jetzt noch 5 Minuten und dann sehen wir uns wieder, meine Lieben. So, meine Lieben, also wir haben jetzt schon fast 30 Minuten rum und die Maske hält noch wie Bombe. Seht ihr das? Auch hier unten, nichts trocken, hier ist alles noch voll mit Serum. Oh, die tut so gut. Ich will die gar nicht abmachen. Die hat nur so viel Serum drauf. Aber jetzt machen wir es ab. Oh, die hat Bombe gewesen. Oh, die hat noch so viel Serum. Boah. Noch so viel drauf. Oh, das werde ich jetzt schön einmassieren und einziehen lassen. Auch hier nichts trocken. Also die Maske, also wenn ihr zu Action geht, kauft es euch. Riechen tut sie auch in Ordnung, nicht zu intensiv. So einen leichten. Also wenn man so auf der Packung riecht, ja. Aber sonst riecht man gar keinen einzigen Geruch. Ein bisschen Klebze, aber das zieht jetzt noch ein und dann ist das wie weg. Also ich finde das mega, die Maske. Toll, toll. Ich finde sie richtig, richtig gut, die Maske. Jo, meine Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schätzt doch mal scharf. Wie heute nicht, jetzt. Genau, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die schöne Maske mit Niacinamid. Das ist einmal die lilane Sorte davon. Ja, ist auch Korea. Korea-Masken sind eigentlich immer toll, richtig tolle Masken. Mega toll. Ich will mal gucken, ob die hier auch so leicht gestrafft hat. Ja, hier so leicht gestrafft hat sie hier. Sehe ich. Sie guckt jetzt nur von der Kamera aus, aber wenn ich jetzt nicht so lache, sieht man, dass sie leicht gestrafft hat hier so. Ja, also so leicht gestrafft, auch hier oben, ja. Außer hier jetzt nicht wirklich, hier so ein bisschen, aber da ist am schlimmsten. Und hier unten, ja, so leicht, so ganz leicht. Also ich finde die ist gut. Mein Licht geht manchmal weg wegen der Sonne. Die Sonne kommt, dann ist sie mal ganz leicht wieder weg. Naja. Aber die Maske ist auf jeden Fall supi. Kauft sie euch wirklich nach. Also wirklich einen Kauf empfehle, wenn ich wieder zu Action gehen würde, würde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Ja. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Verbot, einkaufen zu gehen. Weil ich noch so viel habe, das habe ich mir jetzt selber so gesagt, weil ich möchte jetzt erstmal auch die ganzen Masken, die ich jetzt habe, alle aufgebrauchen erst einmal. Ich habe noch so viele, ja, dass ich sage, okay, auch Schminke, erstmal alles aufbrauchen, erstmal so ein bisschen und dann wieder Neues kaufen. Ist ein bisschen schwer, aber es klappt halbwegs. Wenn ihr meine Rewe
nee, mein Rossmann-Heu gesehen habt, habe ich ja 2 Paletten gekauft. Ja, aber die haben mich wirklich so angesprochen. Zu Action komme ich ja leider nicht so oft, weil das bei uns weiter weg ist. Da muss ich ungefähr 1 Stunde fahren mit dem Bus. Ja, deswegen komme ich auch nicht so oft zu Action. Schade. Wenn das hier in der Nähe wäre, dann wäre ich fast alle 2, 3 Tage vielleicht dort. Ich liebe die von Action, die Masken liebe ich. Auch die Weihnachtsmasken, die jetzt zu Weihnachten letztes Jahr rausgekommen sind. Die 3 Stück, aber die gab es nur zur Weihnachtszeit. Die waren Bombe gewesen. Die würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Auf jeden Fall, wenn sie dieses Jahr wieder gibt zur Weihnachtszeit, werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Die haben auch sehr viel unterschiedliche Masken. Immer wieder mal ein paar neue Masken. Die alten Masken haben sie auch im Sortiment. Immer mal. Also die wechseln immer mal so, finde ich. Das finde ich schön. Auch mit den anderen Produkten. Auch mal so. Mal das. Dann wieder nicht mal mehr dies. Dann ist mal wieder das anderes. Und nächstes Mal kommt wieder das gleiche wieder. Und das ist immer so ein kleines Wechsel, finde ich. Das finde ich auch ein bisschen gut. Außer wenn dir natürlich so ein gutes Produkt gefallen hat, was du wieder nachkaufen würdest und das gibt's nicht, dann muss man dann leider ein bisschen Geduld haben. Genau. Aber bei Rossmann und bei DM gibt's auch schöne Masken. Auch limitierte Editionen, die sind auch sehr gut. Aber ich kaufe jetzt erstmal keine. Ich habe noch so einen Karton voll. Deswegen erstmal aufgebraucht. Ich weiß gar nicht, ob die so ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben, die Masken. Also wie ich das jetzt hier gesehen habe, auf der Maske, die hat auf jeden Fall kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Das finde ich aber auch gut, dass die kein Mindesthaltbarkeitsdatum haben, weil Masken, weiß ich nicht, ob die einmal schlecht werden können, weiß ich nicht. Aber auch wenn das abgelaufen ist, warum soll die dann nicht mehr gut sein? Oder? Bei Essen ist das ja genauso. Mindesthaltbarkeitsdatum heißt ja nicht, dass es gleich schlecht ist. Man musste vielleicht ein bisschen mal schnuppern. Wenn es abgelaufen sein sollte, meine Maske, erst schnuppern, ob sie noch gut ist. Oder wenn sie nicht mehr schnuppert. Oder mal ein bisschen an die Hand so reinmachen, ein bisschen so auf die Haut machen oder mal so ein bisschen aufs Gesicht drauf machen. Und mal gucken, ob es nichts brennt oder nichts passiert. Ja. Würde ich so machen. Also ich würde das nicht wegschmeißen, weil Mindesthaltbarkeitsdatum heißt ja nicht, dass man das dann gleich wegschmeißen muss. Das muss ja auch nicht sein. Das kostet ja auch alles eine Menge Geld. Genau, ich sage tschüssi, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jo, meine Lieben, ich sage tschüssi, bis zum nächsten Maskenhaul. Tschüssi, meine Lieben. Achso, ich habe ja auch noch 2 Verlosungen, also habe ich auch schon wieder für die Masken. Genau, aber die kommen nächsten Monat, die erste. Und die andere kommen dann den Monat drauf. Dann. So eine Kleinigkeit, so ein kleines Dankeschön für meine lieben Abonnenten. Genau, habe ich mir so überlegt. Freut euch schon drauf, auf nächsten Monat. Genau, kommt auf jeden Fall eine Verlosung, wieder eine Maskenverlosung. Ich sehe auch immer, dass euch die Maskenverlosung auch immer sehr gut gefallen. Deswegen wird es auch weitergemacht. Das freut mich, dass euch das so gut gefällt und dass ihr so gut mitmacht bei den Maskenverlosungen oder auch andere Verlosungen so schön mitmacht. So, ich sage tschüssi, meine Lieben.